Draußen früh morgens mit meinem ersten Kaffee erfreue ich mich täglich an dem ungefähr 10 Meter entfernt stehenden Walnussbaum und den vielen Besuchern. Das sind Meisen, Spatzen, Rotkehlchen, Baumläufer, Amseln, Tauben, leider aber auch zu viele Elstern und Krähen. Das Konzert ist immer wunderschön und ich genieße es, aber an dem Spätsommermorgen hörte ich neue, mir unbekannte Geräusche. Also muss ich den Baum jetzt mit der Kamera absuchen und ich hoffe, ich finde, was immer das ist. Oh, da ist noch ein Interessent. Ja, die erfreut sich auch. Aber sie kommt nicht weiter nach oben. Nein, keine Chance. Keine Leckerlis. Ich höre das Klopfen, aber ich suche ihn noch und ich hoffe, dass man es dann auch hier hören wird, weil es ist ja doch weit weg. Da habe ich ihn gefunden. Was für ein schöner Buntspecht. Und er kam danach fast regelmäßig immer morgens um 8. Oh, eben war es, glaube ich, so dicht daran, ein bisschen zu laut und verschwindet.